Was ein schönes Wetter. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind hier in einem sehr geheimen Ort. Und zwar ist das sehr speziell der Ort. Nein, Spaß, das ist mein Garten. Und ich bin zurzeit hier, hab meine Kamera geschnappt und hab mir gedacht, okay, mach doch mal einfach einen Vlog, einfach so. Und deswegen hoffe ich, habt ihr Spaß dran. Und also, wir werden jetzt kurz ein bisschen ein paar Sachen machen. Keine Ahnung, was ich jetzt noch mache. Das ist einfach nur so ein spontanes Video. Und ich habe hier jetzt schon die erste Idee, nämlich ich habe hier so einen Ball gefunden. Wer weiß, was das für ein Ball ist? Ja, schreibt es in die Kommentare. Nein, Spaß. Also, es ist so ein Basketball für diesen Korb hier. Und ich will mal sagen, wir werfen mal jetzt ein paar Körbe. Ich muss die Kamera in der Hand halten, deswegen ist das bestimmt scheiße. Aber egal, also jetzt seht ihr den Ball, meinen Arm hier, meinen sportlichen Arm. Und jetzt werfen wir mal, jetzt versuchen wir mal den ersten reinzumachen. Oh, Fail, würde ich mal sagen. Naja, das ist natürlich nur der Vorschau-Effekt, Leute, also... Nein, den ich meine, der Vorführeffekt. Deswegen, nehmt es mir nicht übel, wenn ich nicht werfen kann. Eigentlich kann ich ja richtig gut werfen. Aber das Problem ist, dafür müsste ich die Kamera abstellen und das geht nicht. Wer soll dir die Kamera halten? Auf jeden Fall versuchen wir das jetzt nochmal und hoffen, dass der jetzt reingeht. Da seht ihr es, Leute. Und super, der landet direkt auf der Pflanze. Die armen Pflanzen hier, Leute. Wisst ihr was? Bei uns die Pflanzen, die halten keinen Monat aus. Keinen einen Monat aus. Die sind so, wir spielen ja hier eine Menge Fußball. Also wir spielen hier, ich und meine Schwester beispielsweise, wir spielen eine Menge Sportarten wie Fußball, Basketball und so weiter und so fort. Und durch diese ganzen Würfe mit dem Ball gehen die Pflanzen halt kaputt. Ist natürlich schade für die Pflanzen, ich meine, das sind auch Lebewesen. Aber, ja, was soll man machen, ne? Ich meine, ist auch egal. So, also, ich komme jetzt mal schön mit. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, wo ich hingehen soll. Aber, ja. Wisst ihr was? Ich zeige euch mein Auto. Das ist das, was ich schon immer machen wollte. Na, ich zeige euch jetzt mein Auto. Ich weiß nicht, ob ich das mein Auto. So, ich muss jetzt kurz durch solche Dinger durch. So, Leute, das da ist mein Auto. Ich weiß nicht, ob ihr das da seht, aber mein Nachbar. Ich muss jetzt flüstern. Mein Nachbar, der hatte das Fenster offen. Wenn ich jetzt da hingehe, dann geht der bestimmt aus dem Fenster, guckt der bestimmt aus dem Fenster und redet dann wieder mit mir. Ich habe da echt keinen Bock, dann mit ihm zu reden, weil wir diskutieren dann immer über Sachen, keine Ahnung wieso. Und ja, also. Eigentlich würde ich jetzt Schluss machen, aber davor, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß es, wir filmen die Blumen. Aber im Detail, das habt ihr bestimmt auch noch nie gesehen. Blumen im Detail, Leute, guckt euch das an. Sieht gut aus, ne? Und da ist ein Hund, das ist mein Hund übrigens. Der Hund heißt, Choppy. Natürlich abgeleitet von Chop aus GTA. Und das ist halt mein kleiner Chop. Ist sehr brav. Ihr seht ja, auch wenn ich meine Hand jetzt in seine Zunge reinstecken würde, er wird mich nicht beißen und er wird auch andere nicht beißen. Außer wenn es irgendwelche Leute sind, die ich hasse. Weil ich sage ihm das immer ins Ohr, wenn ich jemanden hasse, dann merkt er sich das und dann greift er die an. Das ist schon mal, oh mein Gott, guckt euch das an, what the fuck? Die sind überall Insekten, Leute, das glaubt ihr gar nicht, die sind überall Insekten. Guck mal, hier ist wieder so ein Spinnennetz. Ich muss euch mal was zeigen, und zwar das Spinnennetz als Abschied. Zeige ich euch das Spinnennetz. Ist zwar ein bisschen dummer Abschied, aber naja. Also, das Spinnennetz hier ist hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber bestimmt könnt ihr das nicht sehen, ja. Warte, ich zeige euch nur die Fliege, die da hängt. Wartet mal, ich muss die jetzt finden. Ah, da ist die.
Seht ihr die Fliegen? Das fokussiert gar nicht, dieses Scheiß. Super, da kauft man sich eine einstellige Kamera für 300, 400 Euro und dann kostet sowas. Na toll. Okay, ich würde mal sagen, das war's. Wir gehen jetzt mal vorbildlich wieder ins Haus rein, weil es ist so warm gerade draußen, 35, 36 Grad. Und ja, deswegen gehen wir einfach ins Haus und die Haus ist geschlossen. Ich habe keinen Schlüssel dabei, deswegen muss ich jetzt chillen. Ich würde mal sagen, tschüss Leute, danke fürs Zusehen und ja.